Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Töte alle Krokodile vor dem Palast, das kriege ich hin. Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Ist sie nicht wunderschön? Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Ist sie nicht wunderschön? Die Frage passt irgendwie nicht. Ach, Neck! Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Hallo? Ah, da liegt doch schon einer. Hier sind noch mehr. Eins habe ich. Zwei habe ich auch. Hinter mir noch eins? Nein. Ich möchte mir die fürs Wasser aufheben. Na komm her. So, jetzt. Und der letzte. Oh. Scheiße. So, hab ich. Na bitte. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein. Er färbt auf mich ab. Ja, das passiert. Wo ist das andere? Ach, da schwimmt es doch. Und hier waren auch noch welche, ne? So, ich hab's da. Alle erledigt. Lass mich raten, in dem Palast darf ich bestimmt nicht, oder? Ich glaube nicht, dass ich in den Palast darf. Hier ist eine Höhle. Oh, ein weißes. Schick. Heute Nacht decke ich alles auf. Die Tageszeit stimmt nicht ganz, Magi der Monstranz. Komm nachts wieder. Einst traf ich einen allmächtigen Magi, der hielt die Gegend krokodilfrei. Moment, reimt sich das? Hm. Toll, wie kann ich nochmal meditieren? Ich weiß es nicht. Scheiße, vergessen. Was ist das denn? Das haben sie verändert. Ich habe ja gesagt, es kam ja ein Update rein. Ach. Jetzt kann man wechseln. Jetzt kann man ihnen Bart verpassen. Pass auf, ich kann jetzt das hier wegmachen. Kann jetzt den Bart verpassen. Es haben sich bestimmt viele darüber aufgeregt, dass er rasiert wurde. Kann ihn aber auch den Bart... Ich, guck mal, ich kann Mütze aufmachen. Kann Mütze wegmachen. Kann ihn die Haare verpassen oder die Glatze. Und kann ihn den Bart verpassen. Oder nicht. Wir machen mal ohne. Das ist ja cool. Mhm.
Oh. Der Typ ist nah. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich meditiere, also warte ich einfach mal so. Bis gleich. Ich habe es doch herausgefunden. Oh. Magi, was ich hier vor mir sehe, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft. Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen. Ich treffe dich bei meinem Boot. Okay. Okay, wen schnappen wir uns denn als erstes? Pferdchen? Wow. Oh. Wie schnell kannst du sein? Gib Gas. Wow. Senno? Da. Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Oh oh. Wir haben ja eins in der Nähe gehabt. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe wirklich gar nicht gesehen. Ah, die Kleine hier, die kriegen wir. Und da ist noch eins gewesen. Sah aber eher tot aus als lebendig. Oh. Oh, oh, ich wollte gerade zuhauen. Hallo? Sag mal. Jetzt treffe ich auch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir sie einfach töten. Oh. Töten müssen. Ich weiß auch nicht, warum du da hinten stehst. Wir müssen wieder zurück. Oh. Upsala, sorry. Hochala. Wow. Hopp. Genau. Und durch. Also nah, wie die Viecher hier liegen, ey, ist aber schon ganz schön gefährlich, ne? Wow. Gib den Weg frei! Da! Aher, Haru? Ja, ich komme näher. Auf rumzuzicken. Oh. Einer der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Ah,
Na, den werden wir auch das Handwerk legen. Da bin ich ganz sicher. Oh. Was? So. Ja, mit dem Tod bestätigen wird jetzt ein bisschen schwierig, wenn das Boot brennt. Das ist ein Dienstvertrag über die... Konnte ich nicht lesen. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Ja, genau. Kunden des Seers und bringe ihnen das Amulett. Das hatten wir auch noch. Einen habe ich ja gefunden. Oh, einer reitet genau vor mir weg. Aber dieser Bulle ist da vorne. Vielleicht kann ich dran vorbei, ohne dass er mich findet. Ja, kann ich. Suche beim großen Tempel im Untergrund von Memphis und im Ostbezirk. Macht er hier die ganze Zeit eine Runde oder was? Sie sagt, das hast du. Nennst du meine Frau eine Lügnerin? Nennst du mich eine Lügnerin? Ja, Lügnerin und Ehebrecherin. Also schön. Wenn du mich kennst schon. Ich könnte sagen, dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Lass deinen Stolz beiseite. Ich trage dich. Beschütz den Nett, du Sau! Schnell zum Pferd. Du entkommst uns nicht! Da bist du! Und schnell weg, 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 weg. Okay, wir kommen hier nicht weg. Ich muss erstmal weg. Oh. Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Ich hole mir meine Belohnung woanders. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Vision verrieten ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn ich es trage. So. Ich frage mich, ob Valeria gerade zu tun hat. Du kannst doch gerne mit mir weiterreiten. Da habe ich auch kein Problem mit. Das ist noch weit. Dann reitet sie mit mir. Auch kein Problem für mich. Beschützt den Lab! Ey! Bring dich um! Okay, die sind doch noch gegen mich. Ich weiß nicht warum. Oh, Senno, du bist wunderbar. Fuck. Oh, die Frau ist weg.
Du musst alleine weiter. Ich muss das jetzt erstmal anders machen. Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Nö, bin ich nicht. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Ja, schon ziemlich weit weg. Aber das kriege ich hin. Da. Jetzt müsste es aber mit den Verfolgen vorbei sein, oder? Wie viel Brot hat er gestohlen? Ich reiß dir die Eingeweide raus! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Die Arme hat den Verstand verloren! Das war sehr knapp. Boy. Kennst du den Seher? Den Göttern sei Dank. Er hat Hilfe geschickt. Bereit zu kämpfen, Medjay? Natürlich. Wieso bereit zu kämpfen? Wir müssen doch jetzt noch fliehen, oder? Das war's. Freiheit! Aus der Villa, ja. Wie weit denn noch? So, jetzt. Sind wir immer noch nicht aus der Villa raus? Ach, moi. Jetzt habe ich total verfranst. Da kommt mein Freund. Der kommt ziemlich nah. Kommt sehr nah. Bleibt er da jetzt stehen oder kommt er hier? Ey! Helft mir mal hier drüben! Erbärmlich. Das wird einfach. Hey, was? Stirb, du Sau! Sorry, ich hab nie aufgepasst. Wir müssen da hinten hin. Dann bist du in Sicherheit. Und dann komme ich auch von diesen Polizisten weg. Du bist ein guter Kämpfer. Ich tue mein Bestes. Das erste Mal haben sie mich kalt erwischt. Der Seher schickt dir dieses Amulett, um dich vor weiterem Schaden zu bewahren. Meine Kinder können keine Steine essen. Mehr als das kann ich nicht für dich tun. Möge dir das Glück wiederholt sein. Verzeih meine Unhöflichkeit. Du hast schon dein Leben riskiert, um mich zu retten. Solange ich am Leben bin, gibt es Hoffnung für meine Familie. Das waren alle drei Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Man muss immer das Positive in allem sehen, ne? Seher ist da.
denn, Keku? Da ist er. Okay, das ist falsch. Nein, falsch. Hast du die Amulette verteilt? Jo. Ja. Eins kam jedoch zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nil. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis, größer als ein Berg, größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich werde verwundet. Oh oh, Krokodil! Wo war ich stehen geblieben? Worüber sprachen wir? Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich werde verwundet. Dann steige ich durch dunkles Wasser auf, um zwischen Lotusblumen aufzutauchen. Ich nehme mein verlorenes Herz von einem Altar und reise in die Gefilde der Binsen. In der Ferne sehe ich meinen Sohn. Wenn ich nach ihm greife, zerfällt er zu Asche. Er... Siehe, dein wahres Auge ist geöffnet. Hier, das heilige Eiland erwartet dich. Wir haben hier ein Problem. Bist du da jetzt reingegangen? Nein. Verleihen uns Tempo. Sagt er. Er wird ja auch nicht von den Viechern gebissen hier. Schnell! Jetzt ist der Moment. Du wartest erstmal hier. Wo bist du denn? Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier. Und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Was? Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Sein Ernst? Ja, mit brauchbarem Boot ist... Achso, da. Ich wollte gerade sagen, mit brauchbarem Boot ist es ein bisschen knapp, aber man denkt an uns. So tief kann ich gar... Ich kann gar nicht so lange tauchen, oder? Ach, der Adler, er kann sogar was unter Wasser erkennen. Hammervieh. Hey.
Nilpferd, oh mein Gott. Das ist sehr stark, das Nilpferd. Oh Gott, es will uns. Wenn ich jetzt darunter tauche, bin ich tot. Lauf um dein Leben. Trophäe freigeschaltet, geil. Alter. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Jo. Ich dachte, ich muss jetzt hier voll lange untertauchen oder so. Fischi. Ein bisschen zu tauchen ist auch ganz schön. Jetzt hat der junge Mann aber Probleme gekriegt beim Tauchen. Kann ich hier drauf? Nein, aber geil. Das ist so groß. Was macht er denn da hinten? Geht der schwimmen oder was? Was tut er da? Hier ist die Statue. Chnum, Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Erhebe dich, o Licht! O Dunkel! Hebe dich hinweg von seinen Augen! O Gott des Sehens, bringe ihm das Licht! O Apophis, der du dich im Abgrund windest! Hinweg! Barjedanesse, tritt hervor aus dem Strom. Nimm ihn als Gast auf deinem göttlichen Schiff an, wenn deine Segel sich zum Gestern wenden. Chnum, stehe neben ihm als sein Erwählter. Wirkt eher so, als wenn er einpinnt, ey. Ich kann mich hier nicht wirklich hinsetzen, ne? Setze neben dem Seher die Fähigkeit mit die... Ach so! Jetzt habe ich verstanden. Man muss auch mal lesen, ja? Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel? Das frage ich mich auch. Das Boot ist weg. Hat viel XP gegeben. Straßenkinder ihre Abwesenheit wird von niemandem bemerkt, außer ihren Freunden. Balk muss sie finden und in Sicherheit bringen.
Machen wir doch glatt. Das ist sogar hier. Töte den Hauptmann, habe ich erledigt. Ah. Da könnte ich rüberschwimmen. Allerdings weiß ich nicht, ob Schwimmen eine so gute Idee ist. Oh, guck mal da, das Nilpferd. Das Vieh ist auch total auf Krawall aus. Ich schwimme einfach mal rüber. Wird ja nicht allzu schlimm sein. Da drüben wurde das Straßenkind Kavit zuletzt gesehen. Mhm. Nehmen sie bestimmt als Sklaven irgendwie gefangen und verkaufen sie dann weiter oder so. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Wer meine Töpfe zertrümmert, den zertrümmere ich! Bleib bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Mhm. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss. Mhm. Man muss ihn anders zum Reden bringen können. Mach doch was kaputt. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Dieses Schiff, das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Ich hatte da noch einen. Sanebeb Sepp, den Gekku. Halt, du Grobian! Ich rede ja! Stell dich fort von hier, bevor du was bei den Gliedern des Osiris! Du bist grausam! Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Aber wenn sie mit dem Öl davon ist, könnte sie vielleicht eine Spur hinterlassen haben. Bei dem Feuer war bestimmt sogar Reh neidisch. Ja, es heißt, das Schiff hätte gestern im Hafen Feuer gefangen. Weißt du, was los war? Nein, ich soll's nur wieder herrichten. Ich will einfach nur mal hier hinten rum gucken. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Ja, das hatte ich schon. So, nee, dann schwimme ich ja wieder, mich ja wieder weg. Kann ich hier oben drauf irgendwie? Das sind da, ach so, das sind Räder da dran. Nee. Kann Herr Ried, nur Herr Jahu.
Ah, jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Da habe ich einen vergessen. Komme ich hier, komme ich rein. Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführung verantwortlich. Das Schiff hat ein buntes und sehr auffälliges Segel. Buntes und sehr. Suchen wir jetzt nach noch so einem Schiff oder? Ich denke ja. Verstecktes Kind. Die Banditen suchen nach dem Kind. Wenn wir die Kinder nicht finden, zieht uns Herrin Gaia die Haut ab. Was sind die kleinen Scheißer? Nichts. Na, wer kommt? Wer kommt? Wenn wir die Pässe. Wir kommen schon klar. So wie immer. Wer kommt? Meldung. Bisher nicht. Was? Merkel. Der ist auch weg. Jetzt kommt er dran. Ich bin wieder total in meinem Element. Ich brauche noch. Ich glaube noch ein. Ne, zwei sind's. Da fragt jemand nach seiner letzten Lebenserfahrung. Wer sich mit uns anlegt, hat sein dummes. Was war das denn? Und der letzte. Hey, was? Stirb endlich! Na Scheiße. Ja, du hättest es auch einfach haben können. Ich muss mit dem Kind reden. Das plündern wir jetzt erstmal. Hallo? Sehr schön. Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Ich versuche es zumindest, Kleiner. Theus! Außer Aerni! Ach, falsch. Ich denke. Da kann ich so hin. Wow.
Ich glaube, ich springe gleich sowieso erstmal über die Mauer da. Oh Leute, ich muss Schluss machen. Oh. Na dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.